Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier schon wieder weiter mit True Crime und diesmal mit einem Fall, den ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin durch Zufall über ihn gestolpert, als ich für einen anderen Fall recherchiert habe. Das kommt eigentlich eher selten vor, denn normalerweise habe ich die Fälle, die ich in den nächsten Wochen oder sogar Monaten machen möchte, schon alle fest eingeplant, aber manchmal passiert es eben, dass ich während einer Recherche auf einen Fall stoße, der mich dann nicht mehr loslässt und genauso war es hier mit dem Verschwinden von Ben McDaniel. Wir haben also hier heute wieder einen vermissten Fall, den ich euch vorstellen möchte, aber bevor wir mit dem Video durchstarten, habe ich noch zwei kleine Informationen für euch bezüglich dieses Videos, denn mir ist diesmal die Recherche teilweise sehr schwer gefallen, was zum einen daran liegt, dass dieser Fall, so hatte ich zumindest den Eindruck, in Deutschland überhaupt nicht präsent ist. Also ich habe nirgendwo hier in Deutschland irgendwie was darüber lesen können, sodass ich mich bei meiner Recherche eben auf die Zeitungsartikel oder Filmbeiträge oder auch Foren oder Blog Beiträge, die es gibt, stützen musste, was an sich kein Problem ist. Das mache ich bei anderen Fällen aus den USA genauso. Nur der Unterschied ist, dass dieser Fall ein sehr, sehr großes Mysterium ist. Und ich hatte eben das Gefühl, als ich recherchiert habe, dass die Ansichten vieler Leute und die Spekulationen, die sie haben, gemischt wurden mit dem, was über den Fall wirklich klar ist. Und da ist es mir sehr schwer gefallen, das Ganze so ein bisschen auseinander zu glauben und die Spreu vom Weizen zu trennen, um hier irgendwie halbwegs den roten Faden in meinem Video zu behalten. Ich hoffe, dass es mir halbwegs gelungen ist und dass ihr gut mitkommt. Das ist mir immer ganz besonders wichtig. Und der zweite Punkt ist, dass das, was mit Ben McDaniel passiert ist oder eine große Sache, die mit seinem Verschwinden zu tun hat, etwas ist, mit dem ich bisher in meinem ganzen Leben noch nicht einmal ansatzweise in Berührung gekommen bin. Das heißt, es war für mich komplettes Neuland und da musste ich mich auch erst so ein bisschen reinfuchsen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass viele von euch sich in diesem bestimmten Thema, wo ihr jetzt dann gleich mitbekommen werdet, welches es ist, viel besser auskennen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich hier und da vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht habe oder wenn ich jetzt nicht ganz perfekt und genau da darüber erzählen kann. Aber korrigiert mich dann, wenn ihr euch da besser auskennt, selbstverständlich unten dann in den Kommentaren. So, meine Lieben, jetzt würde ich aber sagen, wir starten durch mit dem Video und ich erzähle euch zuerst einmal, wer Ben McDaniel eigentlich ist. Benjamin McDaniel wurde am 15. April 1980 in einer kleinen Stadt in der Nähe von Memphis in Tennessee geboren. Er war der älteste Sohn von Danny und Shelby McDaniel und hatte noch zwei jüngere Brüder. Die Kinder wuchsen auf der sehr großen stattlichen Farm der McDaniels in der Nähe von Memphis behütet auf. Von Anfang an schon förderten die Eltern ihre Söhne im Sport. Vor allen Dingen Ben, der Älteste, liebte es zu klettern und auch Mannschaftssportarten auszuüben. Er war ein sehr temperamentvoller Junge, wuchs aber auch zu einem jungen Mann heran, der nach wie vor sehr, sehr gerne in Bewegung war. Er liebte es auch als Jugendlicher viel Sport zu machen, immer auf Reisen zu gehen, am Wochenende Klettertouren zu unternehmen und auch seine beiden Brüder nahm er sehr oft mit. Ben wird beschrieben als Energiebündel auf der einen Seite, aber auch als jemand, mit dem man sich einfach mal in Ruhe zusammensetzen und einen ganzen Abend lang quatschen konnte. Er war sehr verlässlich, sehr humorvoll, aber auch jemand, der seinen eigenen Kopf hatte und der sich von Zeit zu Zeit auch nicht sehr gerne an Regeln gehalten hat. Das Verhältnis zu seinen beiden jüngeren Brüdern Tim und Paul war sehr besonders. Die drei waren vom Alter her nicht weit auseinander und vor allen Dingen hatte Ben ein sehr inniges Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder Paul. Aber auch mit seinen Eltern verstand er sich gut. Wenn es Probleme gab, wurden diese offen angesprochen und die Familie versuchte gemeinsam eine Lösung zu finden. Ben entwickelte sich zu einem sehr, sehr intelligenten, aber auch sehr erfolgreichen jungen Mann. Er machte seinen Abschluss an der Uni, heiratete seine große Liebe, baute sich ein Haus und gründete eine eigene Baufirma. Mit Ende 20 hatte Ben McDaniel alles, was man sich wünschen kann. Und es lief im Leben erst einmal sehr gut für ihn. Im Jahr 2008 allerdings schlug das Schicksal dann mit voller Härte zu.
Bens gerade einmal 22 Jahre alter Bruder Paul, sein jüngster Bruder, mit dem er, wie gesagt, ein sehr, sehr tiefes Verhältnis hatte, starb völlig unerwartet an einem Schlaganfall. Als wäre das jetzt nicht schon schlimm genug, war auch noch Ben derjenige, der ihn gefunden hat. Die beiden wollten sich im Haus ihrer Eltern treffen, um auf ein Festival in Memphis zu fahren. Und als Ben ins Haus kam, fand er seinen Bruder dort tot liegen. Er hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber es war zu spät. Paul starb. Doch dann, ein paar Monate später, schon der nächste Schlag für Ben. Aufgrund der Finanzkrise von 2008 ging er mit seiner Baufirma pleite. Er musste Konkurs anmelden, die Firma und alles, was dazugehört, verkaufen. Trotzdem blieb er auf einem Schuldenberg von über 50.000 Dollar sitzen. Nicht lange Zeit später ließ sich seine Frau dann auch von ihm scheiden und Anfang 2009 blieb Ben aufgrund der hohen Schulden, die er hatte, nichts anderes übrig, als sein neu gebautes Haus zu verkaufen und wieder zurück auf die Ranch seiner Eltern nach Memphis zu ziehen. Er war jetzt Ende 20 und hatte eigentlich in den letzten anderthalb Jahren alles verloren, was ihm wichtig war. Seine Firma, sein Haus, seine Frau und vor allen Dingen seinen kleinen Bruder. Mitte 2009 lebte also der mittlerweile 30-jährige Ben McDaniel wieder bei seinen Eltern. Doch es ging ihm in dieser Zeit von Tag zu Tag immer schlechter. Der sonst so aktiv, quirlig, sportliche Ben versank immer mehr in Depressionen. Seine Mutter machte ihm dann eines Tages den Vorschlag, ein sogenanntes Sabbatjahr zu nehmen. Ich musste diesen Begriff erstmal googeln, ehrlich gesagt. Ich hatte das vorher natürlich hier und da schon mal gehört, habe mich aber nie genau damit beschäftigt, was das im Einzelnen ist. Und in den USA ist das wohl sehr beliebt, sich einfach mal so ein Sabbatjahr zu nehmen. Also ein Jahr Auszeit. Weg von allem, sich einfach nur mal auf sich selbst zu konzentrieren und auf das, was man einfach gerne macht, was einem Spaß macht. Einfach mal runterzukommen von allem, was so um einen herum passiert. Studenten machen das zum Beispiel sehr oft, habe ich gelesen, die mit ihrem Studium fertig und sich jetzt ihrem zukünftigen Beruf dann widmen möchten. Die nehmen sich dazwischen nochmal so ein Jahr. Aber vor allen Dingen auch Menschen, die schwere Schicksalsschläge erleiden mussten, sind irgendwann mal einfach an einem Punkt, wo sie nicht mehr können und einfach irgendwie ausbrechen müssen aus diesem Alltag, wo sie einfach immer mehr versinken. Und genau das schlägt Bens Mutter ihrem Sohn jetzt vor. Sie bieten an, ihn finanziell zu unterstützen, denn Bens Familie hat sehr viel Geld und sie haben unter anderem auch ein großes Strandhaus in Florida am Santa Rosa Beach. Und dort soll Ben jetzt für ein Jahr erstmal eine Auszeit nehmen. Zunächst überlegt er noch ein wenig, aber dann beschließt er, genau das zu tun. Denn er möchte sich einfach wieder aufraffen, er möchte zurück ins Leben finden und nachdem er auch mit seinem Bruder Tim nochmal gesprochen hat und sich alle zusammengesetzt haben, ist Ben sicher, dass er dieses Sabbatjahr jetzt durchziehen will und fährt dann auch nach Florida. Gemeinsam mit seinem Hund Spooner kommt Ben im April 2010 im Strandhaus in Florida an. Und die ersten Wochen laufen auch sehr gut. Er gewöhnt sich schnell ein, denn Ben ist ein sehr umgänglicher Typ, der offen gegenüber jedem ist, der schnell Freundschaften schließt und der sich auch sehr schnell in eine Community mit einbringen kann. Ich hatte es euch ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Ben war sehr sportlich. Und neben dem Klettern war eine große Leidenschaft von ihm, seit er ein kleiner Junge war, das Tauchen. Seine ersten Versuche machte er mit 5 oder 6 Jahren im Pool seiner Eltern mit dem Schnorchel. Aber auch viele Jahre später tauchte Ben immer wieder leidenschaftlich gerne. Er liebte den Strand, das Meer, das Wasser, die Wellen, das alles faszinierte ihn. Und jetzt lebt er in Florida. Ein Paradies für Taucher ohnehin schon, hat Florida aber neben seinen meilenweit langen Stränden auch unheimlich tolle Tauchanlagen. Darunter auch eine der größten des Landes, nämlich den Vortex Spring. Den Ben auch, als er dann in Florida ankommt und sich so ein bisschen eingelebt hat, regelmäßig besucht. Und umso länger er dort ist, umso besser geht es ihm. Seine Stimmung hält sich merklich auf und das merken auch seine Eltern. Denn Ben hinterlässt seiner Mutter immer wieder Nachrichten auf dem Handy, wenn er sie nicht persönlich erreicht. Und eine dieser Nachrichten
Die hat seine Mutter aufgehoben und die habe ich mir angehört. Und Ben klingt auf dieser Voicemail-Nachricht wirklich sehr, sehr gelöst. Und seine Mutter hat es dann auch so beschrieben, dass es ihr halt aufgefallen ist, dass umso länger er dort war, umso besser wurde seine Stimmung. Also sie hatte das Gefühl, dass so dieser ganze Stress und auch teilweise diese Trauer und diese Wut von ihm irgendwie abfällt und dass ihm Florida definitiv sehr, sehr gut tut. Kurz vor seinem Verschwinden im August 2010 allerdings fährt Ben noch einmal zurück zu seinen Eltern nach Memphis. Seine Mutter hat Geburtstag und Ben möchte natürlich dabei sein. Dort trifft er dann auch auf seinen Bruder Tim und der hat im Nachhinein auch gesagt, dass es eine Freude war, Ben dort wiederzusehen. Er war jetzt schon einige Zeit in Florida und er hatte sich wirklich sehr, sehr gut erholt. Die ganze Familie hat dann im Nachhinein gesagt, es war eine Freude zu sehen, wie sehr Ben sich wieder ins Positive gewandelt hat und er hat eine sehr, sehr große Lebensfreude ausgestrahlt und alle waren einfach glücklich, dass es ihm so gut geht. Zwei Tage später allerdings fährt Ben dann wieder zurück nach Florida. Und was die Familie zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wusste, ist, dass es das letzte Mal war, dass sie ihn gesehen haben. Denn jetzt wird Ben McDaniel spurlos verschwinden. 18. August 2010. Nur zwei Tage nachdem Ben Memphis verlassen hat, ist er zurück im Strandhaus und macht seine Taucherausrüstung fertig. Denn wie in den letzten vielen Wochen zuvor möchte er auch an diesem Vormittag des 18. Augustes wieder das machen, was er in den letzten vielen Wochen schon so unheimlich gerne gemacht hat, nämlich tauchen. Und er macht sich auf den Weg zu dem Ort, der ihn unheimlich fasziniert, nämlich die Tauchanlage und die Höhle am Vortex Spring in Florida. Ich möchte jetzt mal kurz über diese Tauchanlage etwas eingehender sprechen. Das sind jetzt ein paar Zahlen und Daten und Fakten zu dieser Anlage und zu der Höhle, aber ich finde das sehr wichtig für das, was später passiert, dass ihr das wisst. Diese Tauchanlage bietet mit ihrer konstanten Wassertemperatur von 20 Grad, aber vor allen Dingen durch dieses wirklich gigantisch große Becken von über 60 Metern Länge ein wahres Paradies. Sowohl für Anfänger, als aber auch hält sie das Niveau sehr hoch für erfahrene Taucher, die auch deswegen aus der ganzen Welt angereist kommen, um dort zu tauchen. Diese Anlage ist sehr, sehr, sehr beliebt und das ganze Jahr lang gut besucht. Und vor allen Dingen die Profis reisen an, wegen der Hauptattraktion, die sich dort befindet, dem sogenannten Vortex. Einer Höhlenanlage, einem Höhlensystem, das in diesem riesengroßen Becken unter der Wasseroberfläche liegt. Ich möchte euch jetzt so ein bisschen erklären, wie diese Höhle da unten eigentlich aussieht. Wenn man sich jetzt entschließt, dort hinunterzutauchen, dann hat man drei Abstufungen. Zunächst einmal muss man 18 Meter hinuntertauchen, um den Eingang dieser Höhle zu erreichen. Dort kann man dann hineintauchen und ja, seine Erkundungen machen. Ich habe gelesen, Höhlentaucher lieben es einfach, immer wieder in diese Tiefen hinunterzugehen, um diese geheimnisvolle Unterwasserwelt einfach immer wieder aufs Neue zu besuchen und auch zu erforschen. Und in 18 Metern Tiefe ist dort der Eingang. Es gibt aber noch zwei weitere Abstufungen. Die nächste Abstufung ist dann in 35 Metern Tiefe und in sage und schreibe 300 Fuß, was dann 91 Meter sind, ist dann die tiefste Stelle, wo man in diesem Höhlensystem tauchen kann. Grundsätzlich gilt, dass wenn man in einer Höhle wie diesem Vortex in einer Tiefe von 90 Metern da unten tauchen möchte, ein sogenanntes Open Water oder auch Höhlentauchzertifikat vorweisen muss. Das heißt, dass man mindestens 125 Tauchgänge mit einem erfahrenen Tauchlehrer absolviert haben muss, dass man in diesen Tiefen überhaupt tauchen kann. Auch diese Tauchanlage in Florida hat diese Auflage und es gibt auch viele Warnhinweise in dieser Höhle, die den Tauchern noch einmal darauf hinweisen, hier ist deine Grenze, wenn du dieses Zertifikat nicht hast. Zum einen befindet sich schon etwas weiter oben in der oberen Abstufung dieser Höhle ein großes Schild. Das werde ich euch hier jetzt einmal einblenden und ihr seht ja schon an diesem Schild, dass es jetzt ein eindeutiger Warnhinweis ist, dass wenn man sich weiter vorwagt, dass man eben eine gewisse Erfahrung haben sollte, denn in diesen Höhlen ist es oder kann es brandgefährlich werden. Vor allen Dingen, wenn dort Menschen tauchen, die einfach diese Erfahrung nicht mitbringen.
Weiter unten aber, in einer Tiefe von 90 Metern, ist ein Zaun von den Betreibern der Anlage angebracht worden. Und dieser Zaun ist abgesperrt mit einem Schloss. Wenn jetzt ein Taucher ein dementsprechendes Open Water Zertifikat hat, dann muss er das im Büro der Anlage vorzeigen und dann bekommt er einen Schlüssel. Dann taucht er dort hinunter, sperrt auf, macht dort seinen Tauchgang in den Höhlen und anschließend muss er dann den Schlüssel wieder abgeben. So wird sichergestellt, dass wirklich nur Leute, die auch die Erfahrung haben, in solche Tiefen vordringen können. Ich erzähle euch das deswegen, weil das ganz besonders wichtig ist für das, was jetzt an diesem 18. August 2010 mit Ben McDaniel passiert. Ich hatte es euch gesagt, er kommt in der Anlage an und er zieht sich natürlich sofort um und beginnt mit seinem ersten Tauchgang. Über die Vormittagsstunden bis in den frühen Nachmittag hinein macht Ben mehrere Tauchgänge. Das heißt, er geht hinunter, mal ein bisschen weiter, mal ein bisschen weniger weit, in die Höhle hinein, wieder raus, taucht auf, taucht wieder unter. Dabei wird er auch beobachtet. Um die Mittagszeit macht er eine kurze Pause, er isst etwas und im Anschluss geht es dann in die späten Nachmittagsstunden hinein mit den Tauchgängen weiter. Um 19 Uhr am Abend beschließt Ben jetzt, seinen letzten Tauchgang zu machen. Dieses Mal allerdings viel, viel weiter hinunter, bis zu den 90 Metern, wo sich auch die Absperrung befindet. Kurz bevor er bei der Absperrung ankommt, begegnet er noch zwei anderen Tauchern in dieser Tiefe. Diese beiden sind Angestellte der Anlage, die dort unten etwas repariert haben und Ben noch sehen, der an ihnen quasi vorbei schwimmt, Richtung des Zauns. Und diese beiden sind dann auch die letzten, die Ben McDaniel lebend gesehen haben. Zwei Tage später, Freitag, 20. August 2010. Einem Angestellten der Anlage namens Eduardo Tarson fällt auf, dass auf dem Parkplatz seit zwei Tagen ein schwarzer Pickup-Truck in seinem Parkspot steht und offensichtlich nicht bewegt wurde. Er überlegt eine ganze Zeit lang hin und her, wem der Wagen gehören könnte, und auf einmal fällt es ihm ein. Es ist der Wagen von Ben McDaniel. Er hat ihn in den letzten Wochen immer wieder gesehen und auch sein Auto. Und jetzt fällt ihm noch etwas weiteres ein, was ihn erstarren lässt. Denn dieser Eduardo Tarson war einer der beiden Angestellten, die Ben zwei Tage vorher unten in der Höhle gesehen hat, als er mit seinem Kollegen dort etwas repariert hat. Jetzt rattert es natürlich in seinem Kopf. Er hat Ben dort unten vor zwei Tagen gesehen. Das Auto steht jetzt auch schon offensichtlich zwei Tage auf demselben Parkplatz und wurde nicht bewegt. Es geht ihm natürlich schlagartig durch den Kopf, dass Ben vielleicht etwas in der Höhle passiert sein könnte und dass das der Grund ist, warum er nie wieder in sein Auto eingestiegen ist. Er läuft natürlich sofort ins Büro seines Chefs der Anlage und berichtet ihm davon und sie beschließen jetzt sofort die Polizei anzurufen, die dann auch wenige Minuten später ankommt. Eine sehr ungewöhnliche Situation natürlich für die Polizisten, denn es wird ein Mensch offensichtlich vermisst, allerdings wird er in einer Höhle in 90 Metern Tiefe vermisst und die Polizei kann jetzt nicht einfach mal eben eine Suchaktion starten, denn sie brauchen natürlich erfahrene Taucher, die jetzt dort hinuntergehen und schauen, ob Ben dort unten ist. Deswegen wird so schnell wie möglich genau das organisiert. Es kommen 5 erfahrene Taucher, die sich sofort auf den Weg nach unten in die Höhle machen. Leider Gottes muss man sagen, dass bei solchen Rettungsaktionen das Ganze nicht mehr wirklich als Rettungsaktion bei den Tauchern angesehen werden kann, sondern eher als Bergungsmission. Denn wenn Ben dort unten wirklich seit zwei Tagen ist und wenn er verletzt wurde oder irgendwie anderweitig einen Unfall hatte, dann kann er das nicht überlebt haben. Deswegen geht man einfach davon aus, dass man ihn dort unten wahrscheinlich tot finden wird. Die Taucher machen sich auf den Weg und durchsuchen erst einmal die erste, die zweite, aber dann natürlich auch die dritte, die unterste Abstufung und gehen so weit vorwärts, wie es ihnen ja möglich ist, wie es in ihren Möglichkeiten steht dort unten, um Ben zu finden. Aber keine Spur von ihm. Da die erste Suchaktion der Taucher leider keinen Erfolg gebracht hat,
beschließt die Polizei, sich jetzt Bens Wagen genauer anzusehen, der ja immer noch auf dem Parkplatz steht. Sie öffnen den Pickup und stellen nichts Außergewöhnliches fest. Nichts weist darauf hin, dass ein Verbrechen stattgefunden hat in diesem Wagen. Nichts weist darauf hin, dass Ben irgendwie überfallen worden ist. Der Wagen ist abgeschlossen. Es sieht alles sauber aus. Bens Handy liegt auf der Ablage und im Handschuhfach befindet sich auch ein etwas größerer Geldbetrag, den Ben dort immer für Notfälle deponiert hat. Als nächstes beschließt die Polizei, jetzt zu Bens Strandhaus zu fahren. Das Strandhaus seiner Eltern am Santa Rosa Beach. Und als sie dort ankommen und ins Haus hineingehen, stellen sie mit Erschrecken fest, dass Bens Hund, sein Labrador, dort seit vielen Stunden, sie vermuten Tagen, wahrscheinlich 2 Tagen, nicht versorgt worden ist. Mit dem Hund wurde auch nicht rausgegangen und er wurde definitiv nicht gefüttert. Das heißt, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass Ben seit 2 Tagen nicht zu Hause gewesen ist. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse beschließt die Polizei gleich für den nächsten Morgen eine weitere, größer angelegte Suchaktion mit vielen Tauchern in den Höhlen zu starten, um herauszufinden, ob Ben vielleicht doch noch irgendwo da unten ist. Stunden vergehen aber, keine Spur. Doch dann, in den späten Nachmittagsstunden, findet ein Taucher ein Zeichen von Ben. Nämlich seine Dekompressionsflaschen. 3 Stück davon können gefunden werden. Und es ist auch definitiv sicher, dass es die von Ben McDaniel sind, denn viele Taucher schreiben auf ihre Dekompressionsflaschen ihren Namen drauf. Und genau das hat Ben auch gemacht. Auf den Flaschen steht McDaniel. Es sind also seine Flaschen. Ich hatte es euch zu Anfang des Videos schon gesagt, das Thema Tauchen ist eines, mit dem ich in meinem ganzen Leben noch nie in Berührung gekommen bin. Und auch wenn ich natürlich das Wort Dekompression oder Dekompressionsflaschen im Zusammenhang mit Tauchen schon mal irgendwo aufgeschnappt habe, wollte ich definitiv noch einmal nachlesen, was genau das ist und vor allem, was diese Flaschen für einen Zweck haben. Denn wenn Ben diese Flaschen mit sich geführt hat und sie liegen jetzt da einfach irgendwo rum und einer der Taucher, der da unten ist, um ihn zu finden, findet jetzt diese Flaschen, dann muss das doch irgendwas zu bedeuten haben. Warum liegen diese Flaschen da? Und deswegen habe ich da ein bisschen nachgelesen. Also es ist wohl so, ich werde euch jetzt auch ein Bild einblenden, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht, wenn ihr genauso wenig Ahnung habt wie ich. Dass viele Taucher, die in weite Tiefen hinuntergehen, gleich mehrere Dekompressionsflaschen mit sich führen, sodass sie gegebenenfalls, wenn eine leer ist, noch 1 oder 2 in Ersatz mit dabei haben. Es ist auf jeden Fall definitiv so, dass man, wenn man mehr als 40 Meter weit hinuntertaucht, sogenannte Dekompressionsstopps einlegen muss, wenn man wieder hinaufkommt. Und da muss man dann auch auf jeden Fall diese Flaschen mit sich führen, denn andernfalls, wenn man zu schnell nach oben kommt oder wenn man eben keine Flaschen hat, dann kann das tödlich enden, denn es bilden sich in den Körperflüssigkeiten durch dieses schnelle Auftauchen dann Gasbläschen, die dann einfach zu einer Vergiftung im Körper beziehungsweise eben dann auch zum Ersticken führen können. Und deswegen muss man auf jeden Fall, wenn man in solche Tiefen da vordringt, diese Flaschen mit sich führen. Ben hat das gemacht. Allerdings stellt man nach der Bergung dieser Flaschen fest, dass eine komplett voll ist, die andere über die Hälfte voll und nur eine davon ist leer. Das heißt, dass Ben eine der Flaschen wohl geleert hat, die andere zur Hälfte offensichtlich, aber er hatte noch eine komplette Flasche voll. Also das heißt, er hatte noch genügend Material, um wieder auftauchen zu können. Inzwischen hat die Polizei auch Bens Familie in Memphis über dessen Verschwinden und auch die Umstände und auch darüber, was die Polizei in den letzten Stunden herausfinden und ermitteln konnte, informiert. Und man will sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie Bens Mutter diese Nachricht aufgenommen hat, die ihren jüngsten Sohn vor nicht allzu langer Zeit erst verloren hat und jetzt hört, dass ihr ältester Sohn spurlos verschwunden ist und der mit Sicherheit auch, als sie gehört hat, dass Ben dort unten in den Höhlen getaucht ist, durch den Kopf gegangen ist, dass er vielleicht immer noch dort unten ist. Die Familie beschließt, gemeinsam mit Tim, also mit Bens Bruder, sofort nach Florida ins Strandhaus zu fahren, dort auch ja, sich um Bens Hund Spooner zu kümmern und jetzt einfach ab sofort dabei zu sein und einfach so gut es ihnen geht mitzuhelfen und der Polizei einfach
zur Seite zu stehen, wenn diese versucht herauszufinden, wo Ben ist, beziehungsweise was mit ihm passiert ist. Sie wollen dabei sein. Die Polizei spricht mit Tim zuerst, mit Bens Bruder, und er erzählt ihnen, dass er in den letzten vielen Wochen festgestellt hätte, dass Ben sich immer mehr fürs Höhlentauchen interessiert hat. Am Tauchen an sich war er schon immer interessiert, aber gerade in der letzten Zeit hat er sich sehr auf dieses Höhlentauchen fokussiert. Auch in der Zeit, wo er bei seinen Eltern in Memphis gelebt hat, hätte er sich viele Artikel oder auch Sachbücher zum Thema Höhlentauchen gekauft, und einige davon würden auch immer noch im Büro bei seinen Eltern zu Hause herumliegen. Er hätte seinen Bruder auch immer wieder vorgeschwärmt und gesagt, wie fasziniert er davon wäre und dass er eben jetzt in diesem Vortex immer wieder schon in diesen Höhlen getaucht ist. Und Tim hat auch erzählt, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass Ben eben auch versucht hätte, weiter hinunterzutauchen. Denn er hat das Abenteuer geliebt und die Herausforderung und auch ein bisschen das Risiko. Und deswegen hätte er sich gut vorstellen können, dass Ben versucht hat, dort hinunterzutauchen. Dass Ben das versucht hat, das wissen wir. Denn wir haben ja die beiden Angestellten der Tauchanlage, die Ben genau dort unten gesehen haben. Direkt vor der Absperrung. Jetzt stellt sich aber natürlich für die Polizei trotzdem die Frage, dass selbst wenn Ben dort nach unten getaucht ist und versucht hat, dort in diesen Bereich der Höhle hineinzugelangen, wie hätte er das tun sollen? Der Zaun ist abgesperrt, und ich hatte es euch vorhin schon gesagt, wenn man dort hineingehen möchte, hineinschwimmen möchte, dann muss man im Büro der Anlage das Zertifikat vorzeigen, das Ben definitiv nicht hatte. Die Polizei stellt dann allerdings fest, dass es eine sehr einfache, aber auch unheimlich tragische Erklärung dafür gibt, wie Ben in diesen Bereich der Höhle hineinkam, ohne Zertifikat. Eduardo Tarson, der Mitarbeiter, der sowohl festgestellt hat, dass Bens Truck seit 2 Tagen auf dem Parkplatz steht, als aber auch der Mitarbeiter, der ihn unten vor dem Zaun am Tag seines Verschwindens noch gesehen hat, macht eine Aussage bei der Polizei. Eine sehr, sehr erschütternde Aussage. Er gibt nämlich zu, dass er Ben dort unten das Schloss aufgesperrt und ihn in den Teil der Höhle hineingelassen hat. Auf die Frage der Polizei, warum er das gemacht hat, denn er wusste ja gar nicht, ob Ben überhaupt eine Zertifizierung hat, antwortet er, dass er ein paar Tage vorher Ben ebenfalls schon in diesen Tiefen gesehen hat, denn er hatte dort unten eben einige Reparaturarbeiten zu machen. Und dort hätte er gesehen, dass Ben sich an der Seite durch den Zaun hindurch gedrückt hätte. Also er hätte quasi gesehen, wie Ben dort versucht hätte, hineinzukommen. Und das wäre ihm dann offensichtlich auch gelungen. Und er hätte auch einmal gesehen, wie Ben wieder aus diesem Teil der Höhle hinausgekommen wäre. Also hätte sich da irgendwie unter dem Zaun durchgegraben, denn er hatte, wie gesagt, keinen Schlüssel. Als er jetzt Ben dort unten wieder gesehen hat, da hätte er sich gedacht, ach, ich sperre ihm lieber auf, bevor er jetzt da wieder sich durchdrücken muss, und dann hat er ihm halt die Tür aufgesperrt. Davon kann man jetzt halten, was man will. Also ich habe mir dann auch gedacht, okay, wie kann er denn jetzt dabei zusehen, wie sich irgendjemand da durch diesen Zaun hindurchgräbt, der überhaupt nicht dazu berechtigt ist, das zu tun und das nicht zu melden. Ich meine, er ist der Angestellte hier in dieser Anlage. Er hat ja auch irgendwo vielleicht eine gewisse Verantwortung dafür, und wenn er das sieht, dann muss er das doch melden. Und geschweige denn, kann ich doch nicht einfach irgendjemanden, wo ich weiß, dass er offensichtlich keine Zertifizierung hat, einfach mal so den Weg frei machen. Also ja, das fand ich sehr, sehr krass, und nicht nur ich, sondern auch die Polizei. Und wahrscheinlich, denke ich, auch mal der Chef dieser Tauchanlage. Das weiß ich allerdings nicht, was da dabei rauskam. Aber dieser Eduardo Tarson allerdings war völlig fertig mit den Nerven. Der muss dann wohl auch bei seiner Aussage sehr geweint haben und ja, war völlig am Ende, weil er sich eben die Schuld gegeben hat. Aber er hat eben gesagt, Ben wäre schon öfter in diesen Tiefen getaucht. Er hätte ihn gesehen und er hätte sich nichts dabei gedacht und hat ihn halt aufgesperrt. Obwohl in den nächsten Tagen weitere intensive Suchmaßnahmen in dieser Höhle stattfinden, wird keine weitere Spur mehr von Ben dort unten gefunden. Diese Höhle hat einen Eingang, und dieser Eingang ist auch gleichzeitig der Ausgang. Und obwohl dieser Vortex 500 Meter lang ist und die Taucher
zwar alles Menschenmögliche versuchen, aber trotzdem nicht in die letzten Winkel eindringen können, sind ganz, ganz viele Menschen der Meinung, dass man Ben hätte finden müssen. Er hatte fast 90 Kilo und war 1,90 Meter fast groß. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sich in irgendwelche kleinen Schlupfwinkel hinein hätte quetschen können. Andererseits ist es halt auch wieder so, dass gerade diese Höhlentaucher sehr darauf aus sind, eben Stellen zu erreichen innerhalb dieser Höhle, die eben sehr gefährlich sind. Das heißt, dass sie oftmals mit ihrem Körper bereits im Sand stecken und ober ihnen ist ein Felsen und sie versuchen sich da trotzdem noch durchzuschieben, um einfach zu gucken, was kommt als nächstes, was ist dahinter. Und deswegen vermutet man, dass Ben vielleicht eine Stelle in dieser Höhle erreicht haben könnte, wo ihn einfach nun mal niemand findet. Der Fall ist inzwischen auch in der Tauch-Community von Florida angekommen und es wird wild diskutiert und auch spekuliert, ob Ben überhaupt dort unten ist. Denn auch die Tauch-Community ist der Meinung, man hätte ihn eigentlich finden müssen. Da der Fall immer bekannter wird, erfährt auch bald ein Mann namens Ed Swanson von Ben McDaniels Verschwinden in dieser Tauchanlage. Und Ed Swanson ist einer der besten und auch bekanntesten Höhlentaucher der USA. Er erklärt sich bereit, sich selbst auf die Suche nach Ben zu machen und sagt, dass wenn er dort unten ist, dass er ihn auf jeden Fall finden wird. Und genau eine Woche später kommt er in Florida an und taucht. Er versucht, die Höhle zu markieren, sodass er quasi immer genau schauen kann, wo er schon war und wo er noch nicht gewesen ist, sodass er so eine Art Landkarte für sich selbst in dieser Höhle erstellen kann, um wirklich sicher zu sein, dass er überall gesucht hat. Doch auch er kommt mit leeren Händen zurück. Er findet Ben nicht und auch kein Zeichen davon, dass er noch da unten ist. Nachdem auch dieser erfahrene Höhlentaucher nicht imstande dazu war, ein Zeichen ihres Sohnes oder auch ihn selbst dort unten in dieser Höhle zu finden, ist die Verzweiflung von Bens Familie größer denn je. Und sie gehen einen weiteren Schritt. Sie setzen eine Belohnung von $10.000 aus. Für Hinweise oder auch für den Fund von Ben in dieser Höhle. Das kommt bei sehr vielen Menschen nicht gut an. Die Familie muss sich harscher Kritik vor allen Dingen wieder von der Taucher-Community aussetzen, denn diese sagt, dass die Taucher jetzt ihr Leben riskieren sollen, um Ben dort unten zu finden, der definitiv, wenn er dort unten ist, nicht mehr am Leben ist. Diese Höhle ist sehr gefährlich, selbst für Profis. Und es ist es einfach nicht wert, dass Taucher jetzt ihr Leben riskieren für eine Belohnung von $10.000. Aber auch die Polizei ist in dieser Zeit nicht untätig. Sie kann zwar den Tauchern bei der Suche nicht helfen, allerdings setzen sie derweil Leichenspürhunde ein. Und siehe da, die Hunde schlagen an. Und zwar direkt am großen Tauchbecken, wo sich unterhalb die Höhle befindet. Ja, ich war erstaunt, erneut wieder einmal erstaunt, was Leichenspürhunde für großartige Arbeit in der Verbrechensaufklärung leisten. Ich hatte das hier und da in meinen Videos schon mal erwähnt, aber ich meine, sie können sogar an der Wasseroberfläche riechen, ob dort unten im Wasser irgendwo ein Körper ist, beziehungsweise ob sich ein Körper in diesem Wasser zersetzt hat. Und aufgrund dessen, dass die Hunde, mehrere der Hunde, an der Oberfläche dieses Beckens angeschlagen haben, beschließt die Polizei, eine Wasserprobe zu nehmen und diese zu untersuchen. Denn sie wollen feststellen, ob man in diesem Wasser irgendwelche Stoffe finden kann, die auf Zersetzung hinweisen. Es werden verschiedene Bakterien im Wasser gefunden, die auch auf Verwesung hindeuten können, allerdings nicht speziell auf menschliche Verwesung. Und in dieser Höhle gibt es auch Aale und hier und da andere, etwas größere Fische, nicht zu groß, aber doch etwas größere, die, wenn sie verwesen, eben auch diese Bakterien hätten hervorrufen können. Trotzdem ist es natürlich auch irgendwo ein Zeichen, dass die Hunde angeschlagen haben. Man kann es halt aber leider nicht genau zuordnen, ob es wegen Ben war. 6 Monate später, nach wie vor keine Spur von Ben, weder in der Höhle noch außerhalb. Allerdings gibt es, umso längere Zeit vergeht seit seinem Verschwinden, immer mehr böses Blut. Vor allen Dingen wieder in der Tauch-Community. Die Familie von Ben hat nämlich die Belohnung inzwischen von $10.000 auf $30.000 erhöht. Und es werden Stimmen laut, was das denn eigentlich soll.
Ben McDaniel ist ein Risiko eingegangen, dessen er sich bewusst hätte sein müssen. Die Regeln eines Tauchzertifikates gibt es schließlich nicht umsonst. Jeder erfahrene und verantwortungsvolle Taucher weiß genau, welches Risiko er eingehen kann und welches nicht. Und jetzt sollen andere Taucher ihr Leben riskieren, um vielleicht noch Teile von Bens Körper, wenn überhaupt, oder etwas, was er anhatte, dort unten zu finden. Das stößt auf harsche Kritik. Vor allen Dingen, als es dann den ersten Toten gibt. Denn ein Mann namens Larry Higginbottom stirbt in diesem Vortex, als er, so behaupten es viele, auf der Suche nach Ben gewesen ist, um etwas zu finden und dann die $30.000 Belohnung zu bekommen. Ich habe jetzt gelesen, dass es einige gibt, die sagen, er ist nur dort runtergetaucht wegen diesem Geld. Es gibt aber auch andere, die sagen, dass es gar nichts damit zu tun hatte, sondern dass er einfach tauchen wollte, weil er einfach das schon immer gerne gemacht hat und dann ist er eben dort unten umgekommen. Es ist leider nun mal so, dass beim Höhlentauchen sehr viele Menschen umkommen, weil es einfach ein großes Risiko ist. Aber die Familie von Ben hat dann daraufhin reagiert, weil es eben nicht sicher war, warum dieser junge Mann dort unten war, und haben die Belohnung endgültig zurückgenommen. Im Jahr 2012 bekommt die Familie von Ben aber nochmal Hilfe. Diesmal aus Australien. Es meldet sich eine Frau namens Jill Heiner bei den McDaniels. Jill Heiner ist die beste Höhlentaucherin dieser Erde und sie taucht gemeinsam mit ihrem Mann seit vielen, vielen, vielen Jahren. Hat schon mehrere Bergungsmissionen geleitet, auch schon viele Taucher gerettet, einige Bücher geschrieben und sie ist einfach ein Mensch, der sich in Tiefen vorwagt und in Höhlen hineinwagt, wie es fast kein anderer tut. Und sie erklärt sich bereit, nach Florida zu kommen und noch ein letztes Mal dort unten nach Ben zu suchen. Und genau das passiert dann auch. Und was sie noch tut, und sie hat gesagt, dass sie das speziell eben auch für Bens Eltern und seinen Bruder gemacht hat, ist, dass sie das Ganze mit einer Kamera dokumentieren möchte, sodass sie einfach Bens Mutter zeigen kann, so sieht es dort unten aus. Hier waren wir, hier haben wir gesucht, hier ist etwas von Ben oder hier ist nichts. Einfach um zu versuchen, Bens Mutter irgendwo ein bisschen Information und vielleicht auch ein bisschen Sicherheit zu geben, dort unten in dieser Tiefe. Ja, Jill und ihr Mann begeben sich also mit der Kamera in die Höhlen und daraus ist auch eine Dokumentation geworden, die Ben's Vortex heißt. Ich habe mir diese Dokumentation angesehen, das heißt, ich konnte auch dabei sein, als Jill dort unten war und noch einmal nach Ben gesucht hat. Und so unglaublich es ist, sie findet etwas. Sie findet eine Schaufel bei ihrer Suche. Man muss dazu wissen, dass viele Taucher oder gerade eben auch viele Höhlentaucher Schaufeln mitnehmen. Also sie nehmen mehrere Dinge mit, wenn sie tauchen. Manchmal auch Gefäße, um etwas mit nach oben zu nehmen, was sie entdeckt haben oder so. Aber viele eben auch eine Schaufel, um bei ihrer Erkundungstour eben auch etwas aus dem Sand zu schaufeln oder sich eben auch durch diese engen Gänge eben durchschaufeln zu können. Und so eine Schaufel findet Jill dort unten. Die Frage ist eben, ob es Bens Schaufel ist oder nicht, denn es gibt viele Taucher, die ihre Schaufeln dort unten irgendwie vergessen oder liegen lassen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es die Schaufel von jemand anders ist. Es steht kein Name drauf und es gibt keinen Beweis, dass die Schaufel Ben McDaniel gehört. Mehr aber konnte Jill auch als beste Höhlentaucherin dieser Erde nicht finden. Ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass bei so einem Fall es unheimlich viele Theorien und Spekulationen gibt. Und wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch meine Meinung nicht vorenthalten. Kommen wir aber zunächst einmal zu den drei am weit verbreitetsten Theorien, die es zum Verschwinden von Ben McDaniel gibt. Und beginnen mit dem Selbstmord. Viele Menschen glauben, dass Ben sich dort unten in dieser Höhle umgebracht hat. Dass er diesen Weg ganz bewusst gewählt hat. Er hat das Tauchen geliebt und er war in den letzten Wochen immer wieder in diesen Höhlen und vielleicht hat er einfach beschlossen, sich dort unten das Leben zu nehmen. Die Gründe dafür, so sagen viele, liegen ja wohl auch auf der Hand. Ben hat in den letzten 1,5 Jahren alles verloren. Sein Haus, seine Firma, seine Frau und vor allen Dingen auch seinen Bruder. Und auch wenn es so aussah, wie wenn er jetzt wieder am aufsteigenden Ast gewesen wäre,
das sieht oftmals so aus, aber in den Menschen sieht es dann in Wahrheit ganz anders aus und sie kommen nicht mit diesen Schicksalsschlägen zurecht. Und ganz viele Menschen vermuten, dass es bei Ben genauso gewesen ist. Seine Familie allerdings hält kategorisch dagegen und sagt, Ben hätte sich niemals etwas angetan. Im Gegenteil, sie haben ihn ja erst kurz vor seinem Verschwinden gesehen und er wirkte absolut lebensfroh. Er hatte sogar wieder Pläne für die Zukunft gemacht und seine Mutter hat gesagt, sie kennt ihren Sohn und sie weiß genau, wie es ihm ging, als er in seiner schlechten Phase war. Und sie hat ihn jetzt wieder gesehen und es ging ihm viel, viel besser. Abgesehen davon würde das trotzdem immer noch nicht erklären, wo Ben ist. Denn in der Höhle hat man ihn nie gefunden und alle haben gesagt, man hätte ihn finden müssen, wenn er irgendwo dort unten wäre. Vor allen Dingen, nachdem Jill jetzt auch nochmal die Höhle durchsucht und in den letzten Winkel mit ihrer Kamera rein ist. Also wenn er sich dort unten das Leben genommen hätte, wo ist er dann? Theorie Nummer zwei ist dann das freiwillige Verschwinden. Auch das hört man ja immer wieder, wenn Menschen spurlos nicht mehr auffindbar sind, dass sie ja auch freiwillig verschwunden sein könnten. Und viele Menschen sind bei Ben der Meinung, dass es genau so war. Denn er galt als sehr intelligent und erfinderisch. Und gerade die Sache mit den Dekompressionsflaschen, die ja beim zweiten Tauchgang quasi durch die Taucher, die Ben gesucht haben, gefunden worden sind, spricht doch dafür, dass das Ganze ein bisschen inszeniert ist. Denn diese Flaschen, groß mit dem Namen von Ben drauf, lagen quasi mitten auf dem Weg, wenn man es so sagen möchte, in der Höhle. Und es sah doch ein bisschen so aus, wie wenn diese dort so absichtlich platziert worden sind. Auch spricht für Menschen, die an diese Theorie des freiwilligen Verschwindens glauben, viel dafür, weil Ben seinen letzten Tauchgang bewusst erst zu spät am Abend um 19 Uhr gemacht hat. Sie denken, dass er das deswegen gemacht hat, dass wenn er auftaucht, die Anlage so gut wie leer ist und er unbemerkt verschwinden kann, ohne dass ihn jemand sieht und dass er sich eben ein Auto, abgesehen von seinem Pickup-Truck, organisiert hat, in dieses eingestiegen ist, sich vorher noch Geld zur Seite geschafft hat und jetzt ein Leben in Mexiko lebt. Ich persönlich muss sagen, dass ich an diese Theorie des freiwilligen Verschwindens von Ben in keiner Weise glaube. Und der Grund dafür ist, und da können mich jetzt einige vielleicht für ein bisschen naiv halten oder vielleicht auch mit den Augen rollen, aber Ben hat seinen Labrador Spooner über alles geliebt. Er hatte diesen Hund schon viele Jahre und er hat ihn mitgenommen nach Florida, weil er ihn bei sich haben wollte. Er hat sich um diesen Hund gekümmert. Es war sein Freund und ich weiß, wie es ist, wenn man ein Tier zu Hause hat, das man sehr liebt und um das man sich sorgt und kümmert. Und wenn Ben vorgehabt hätte, freiwillig zu verschwinden, und das haben auch alle seine Familienmitglieder gesagt, dann hätte er Spooner mitgenommen. Er hätte diesen Hund niemals im Leben alleine dort zu Hause in diesem Strandhaus gelassen. Noch dazu, wo er wusste, dass Spooner nichts zu essen hat. Also das wäre für Ben niemals in Frage gekommen. Und deswegen glaube ich auch an die Selbstmordtheorie nicht. Denn auch da hätte Ben Spooner zu Hause im Strandhaus zurücklassen müssen, um sich dort unten etwas anzutun, mit dem Wissen, dass Spooner vielleicht verhungert. Und deswegen glaube ich weder an Selbstmord noch an ein freiwilliges Verschwinden. Und damit wären wir dann bei der letzten Theorie, nämlich beim Unfall. Es könnte Ben in dieser Höhle so unheimlich viel passiert sein, was ihn daran gehindert hat, wieder aufzutauchen, dass ich gar nicht alles aufzählen kann, was ich da gelesen habe. Das Höhlentauchen ist ein unheimlich spannender, interessanter und faszinierender Sport, aber auch ein unheimlich gefährlicher. Und erst recht dann, wenn man nicht die nötige Erfahrung hat. Und die hatte Ben nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, er ist 2, 3, 4 Mal in den letzten Wochen in diese Höhle hineingetaucht und es ist nichts passiert. Warum sollte es genau heute soweit sein? Aber es hätte ihm alles Mögliche passieren können. Er hätte sich den Kopf anschlagen können, als er versucht hat, unter einem Vorsprung hindurchzutauchen. Es hätte sein können, dass er sich an einer scharfen Wand irgendwie aufgeritzt hat und durch seinen Taucheranzug hindurch einen Schnitt abbekommen und geblutet ohnmächtig geworden ist und dort unten erstickt oder auch ertrunken ist. Es gibt so unheimlich viele Möglichkeiten, was in so einer Höhle mit einem Taucher passieren kann, dass das nicht unwahrscheinlich ist, dass es auch Ben so ergangen ist. Allerdings hätte er eben, so sagen die meisten und auch die Experten, gefunden werden müssen.
Denn wenn sich ein Körper dort unten in dieser Höhle zersetzt hätte, dann hätte es auch sehr große Fischschwärme gegeben. Es gab Fische in dieser Höhle und das nicht wenig, nicht sehr große, aber doch sehr viele. Und ich habe halt dann auch gelesen, dass viele Experten sagen, dass die Fische eben in Scharen dann zu diesem Körper hingeschwommen wären, um eben halt auch davon zu fressen. Und das wäre den Tauchern, die ihn gesucht haben, aufgefallen. Diese Fischschwärme sind riesengroß. Ich meine, man sieht es ja auch oftmals in Dokumentationen, wenn zum Beispiel ein Wal verendet oder so und es kommen dann so viele Fische und ernähren sich dann von diesem Kadaver. Und es wurde eben beschrieben, dass es bei Ben definitiv so gewesen sein könnte. Er war fast 1,90 groß, hatte fast 90 Kilo. Wo hätte er sein sollen? In welche Nische hätte er sich hineindrücken sollen, dass ihn niemand gefunden hat und dass das nicht aufgefallen wäre? Deswegen bleibt eben auch für viele der Tod in dieser Höhle, diese Unfalltheorie dort unten, eine, die so nicht stimmen kann. Ich glaube, das ist das erste Mal, seit ich mit True Crime begonnen habe, dass ich am Ende eines Videos keine Theorie habe. Dass ich keine Meinung sagen kann, weil ich einfach nicht weiß und keine Vorstellung habe, was mit Ben McDaniel passiert ist und wo er sein könnte. Ich kann euch aber sagen, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass er sich umgebracht hat, weil ich ebenso wie die Familie, was ich da jetzt so eben auch recherchiert habe, glaube, dass er wieder am aufsteigenden Ast war. Er hatte Pläne und ich glaube nicht, dass er diese Art gewählt hätte, sich das Leben zu nehmen dort unten. Ich glaube auch nicht, dass er freiwillig verschwunden ist. Die Gründe dafür habe ich euch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass er seinen Hund zurückgelassen hätte. Und deswegen fällt auch diese freiwillige Verschwindentheorie für mich komplett weg. Ein Unfall? Ja, definitiv möglich. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe diesmal das Gefühl, dass dieses Video und dieser Fall so komplett anders ist als alles andere, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht habe ich das Gefühl auch, weil der Mensch, der verschwunden ist, diesmal 90 Meter unter Wasser in einer Höhle verschwunden ist und nicht da draußen auf der Straße. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es viel ums Tauchen ging und viel um diesen Sport eben ging und um diese Anlage, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist es alles ganz anders. Ich hoffe trotzdem, dass ihr aus diesem Video was mitnehmen konntet, dass ihr euch jetzt am Ende vielleicht auch eine Meinung bilden könnt oder eine Theorie heraus überlegen könnt, was ihr denkt, was mit Ben passiert ist. Mir war es wichtig, diesen Fall zu machen, weil ich habe, wie gesagt, in Deutschland noch nie etwas darüber gehört und mir war es einfach wichtig, die Geschichte von Ben McDaniel zu erzählen, der ja gerade mal 30 Jahre alt war, als er wie auch immer und wo auch immer spurlos verschwunden ist und den seine Familie unfassbar vermisst. Denn sie haben inzwischen auch auf den Grabstein ihres jüngsten Sohnes Paul den Namen von Ben eingravieren lassen. Einfach, dass sie einen Ort haben, wo sie hingehen können, wenn sie an Ben denken wollen. Und mir war es einfach wichtig, seine Geschichte hier so gut es mir möglich war zu erzählen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit diesem ausführlichen Video. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch und eure Meinung oder Theorie unten in den Kommentaren. Und wie gesagt, wenn ihr Taucher seid, wenn ihr Hobbytaucher seid oder auch Profi natürlich, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin da sehr neugierig, muss ich sagen. Und vor allen Dingen korrigiert mich natürlich, wenn ich hier irgendwas erzählt habe, was nicht gestimmt hat zum Thema Tauchen. Damit verabschiede ich mich von euch, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.